Weiter geht's mit Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter mit einer weiteren tollen Quest. Da wir ja schon mittlerweile Level 28 sind, geht's heute weiter mit den Schuppen des Krokodils. Eine weitere Hauptquest, die ich gerne machen möchte. Oder überlege ich gerade, ob ich das Reittier hole. Aber ich glaube eher weniger. Ne, wir machen das Schuppen des Krokodils. Wir machen noch wieder eine Hauptquest. Und dann kümmern wir uns wahrscheinlich darum. So, jetzt muss ich gerade nur gucken, wo wir sind. Oder wo wir hin müssen. Weil ich will ja irgendwann den nächsten holen. Den nächsten Felakis holen. Der nämlich der Fremde. Dazu brauchen wir noch mindestens ein, zwei Level. Um den dann irgendwann zu eliminieren. Aber das ist noch nicht jetzt unsere Aufgabe. Ich will nur gerade gucken, wo wir sind. Wo wir hin müssen vor allen Dingen. Wir müssen dahin. Alles klar. Na dann. Dann rüber da. Wir verabschieden uns mal ein bisschen aus Memphis. Und sind schon wieder am Zielort. Das scheint wohl aber hier alles. Treffer versenkt, da sind wir. Trill. Ist nicht bewacht, okay. Dann machen wir es doch. Ja gut, es ist eh nur ein... ein Informant. Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Hotefriss! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. So, wir müssen interagieren. Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Ach, wer macht denn sowas? Was wolltest du beschützen? Das ist ein Hund, ne? Oder sowas. Gehen wir mal hoch. Ein Kinderspielzeug. Ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Ja, das definitiv. Das ist ja auch das Hauptziel dieser Quest. Hier müssen wir hin. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hotefriss steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Wohlstand für alle! Durch den Aufkauf von ägyptischem Land und dem So, müssen wir denn. Ein Punkt fehlt noch. Ich muss gerade gucken, wo wir hin müssen. Das neue Fayum verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands für alle. Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer. Wo ist man denn da? Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für kriegste Investoren. Hotefriss benutzt Brieftauben. Der Handel floriert wie nie zuvor. Papyrus und Tinte. Wohlstand für alle. Durch den Aufkauf von ägyptischem Land und dem Einsatz. Wo müssen wir denn da hin? Ich sehe aber gerade keinen Punkt. Das Fayum erhebt sich über seine bescheidenen Anfänge. Nach dem Vorbild der Krieg. Du bist so L? Wohlstand für alle!
Oh. Ach, hier oben. Brief, der von Hottefrist zurückgelassen wurde. Das Krokodil weiß, wer ich bin. Einer meiner Diener wurde bereits aufgrund falscher Anschuldigungen von den Soldaten verhaftet und in das nahe Militärlager gebracht. Also gut, Krokodil, lass es tanzen. Wenn du mir die Klinge mit mir kreuzen willst, dann musst du mich erst fangen. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hottefrist ist. Ja. Sie hatten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Kann ich da irgendwo hinreisen? Ist das in der Nähe von irgendwas? Nö. Ja, super. Verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen. Er wird im Lager westlich von Zuknopayu. Halt! Bleib stehen! Du kannst mich mal. Hier sind bestimmt wieder Gegner ohne Ende, oder? Ja, natürlich. Treffer versenkt, aber das ist bestimmt, wie gesagt, wir sind nicht alleine. Das wäre mir zu einfach. Oh, den habe ich gar nicht gesehen fast. Da ist noch einer. Ne, ist keiner. Das ist eine Armbrustanlage. Da könnten wir theoretisch als erstes hoch, weil da müssen wir nämlich die... Da ist ein King, also ein Hauptmann. Da sind wieder zwei, drei Gegner. Oh, das ist einiges. Das wird kuschelig. Gut zu wissen. Spät haben wir's? Zu früh. Fakt ist, wir werden damit jetzt anfangen. Wir werden, glaube ich, nicht das komplette Lager in einem Rutsch schaffen. Aber ich möchte gerne... Wir legen erstmal die Falle. Fakt ist, ich würde gerne den ja da als erstes holen. Das war jetzt mehr oder weniger der Gedanke dahinter, dass ich jetzt nach und nach die Jungs wegsnacken muss hier. Im Idealfall natürlich, dass ich nicht gesehen werde. Der weiß, wo ich bin.
stimmt irgendwas nicht. Den habe ich jetzt schon. Hast du was gehört? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Hey. Oh ja! Natürlich der Hauptmann direkt als erstes. Warte mal. Ja. So, ist mal gut jetzt hier. Die Frage hat das jetzt mit irgendwas zu die Trehre, ja, die Trehre zu tun. Oh, wir sind ein bisschen weit rausgekommen, ja? Eigentlich war es anders geplant, die Nummer. Naja, egal. Eigentlich war die Nummer anders geplant. Gut. Das restliche Lager machen wir in der nächsten Folge.